Ein besonderes Grußwort an dieser Stelle an unsere neuen Fans, die wir nur aufgrund dieses Projektes zu uns bringen konnten. Hier kannst du nichts umstellen, nein. Das erste Video war so ein Knaller. Das hat uns ganz viele neue Fans beschert. Wir haben die 100 Abonnenten locker geknackt. Und um euch einzuführen in die Materie der beleuchteten Brüder, die klingt so. Oh, das war direkt vom Mikro, bestimmt richtig laut. Wolle. Schwarmschlag. Ja. Jetzt wird es etwas aufgedrehter werden. Das ist ja verdächtig. Wir brauchen diesen Mops. Komm, schieb ihn dahin. Ich will auf ihn reiten währenddessen. Oh nein, das geht nicht. Ich hab außerdem das Ding ausgelöst. Kettenhundkugel. Da geht's auch in die andere Richtung. Weiter mopsen. Willst du reiten? Ja. Okay. Ja, ja. Jetzt so langsam. Oh, einfach platt gewalzt. Jetzt springen wir mal rüber. Ja. Geht nicht so gut. Nee, nicht lang jedenfalls. Oh. Ach so. Gleich nochmal in die andere Richtung. Was das Zeug hält. Da wird doch nicht was in irgendwelchen Steinen verborgen sein, oder? Ah, das ist immer bei diesen Yoshi-Spielen das Problem. Aber guck mal, ich habe einen Stempel damit kassiert, dass ich den ganz bis zum Ende durchgeschoben habe. Wahrscheinlich nicht. Nee, sind nicht manche dieser Kristalle, die beinhalten noch den Stempel, oder nicht? Ja, man muss bestimmte Kristalle sammeln und wenn man irgendwie zum Beispiel alle von einer Sorte sammelt, dann kriegt man am Ende Stempel. Das hat mich irgendwie... Ah, ich bin auf das Ding wieder gefallen. Ach so. Dadurch ist der Bildschirm zu hoch gegangen und deswegen bin ich gestorben sozusagen. Ja. Aber man kann nicht sterben in diesem Spiel. Nicht wirklich. Auch wenn du es wirklich versuchst, mich zu töten. Wir wollen beide in eine andere Richtung. Willst du nochmal links und ich mache in der Mitte? Eins, zwei, hopps. Boah. Du bist direkt rein. Das war nicht so gut. Grüne Vergnügen, naja. Ich bin noch eine geheimnisvolle Wolke. Ich dachte früher mal, man hat nur 6 Eier, weil der Super Nintendo nicht mehr darstellen kann. Aber jetzt wissen wir, entweder die Wii U hat mehr Leistungspower als das Super Nintendo, oder es hat einen anderen Grund, dass die Eier limitiert waren. Wie viel sind es jetzt? 2x6. Geht auf 1x6. Achso. Ja, das ist einfach doppelt so gut von der Technik her. Ja. Nintendo ist weit gekommen. Da, wir müssen nach oben. Jetzt dürfen wir nicht zu viel kaputt machen. Ja, nicht zu viel kaputt machen. Das gilt auch für euch, liebe Kinder. An den Fernsehgeräten. Heutzutage guckt ja jeder YouTube auf seinem Fernseher. Ich lass mich mal, ich hab einen Nischen. Und ein Wölkchen. Gut. Wie gut wir hier durchschieben. Wie geht's weiter? Hast du noch ein Ei? Nee. Schade. Weil da ist ein Eiercontainer. Aber warte mal, ich habe eine Idee. Komm her. Ich esse dich und werf dich. Ah, du bist super. Entschuldigt mein Genieße, liebe neuen Fans und beleuchteten Brüder. Das ist meine berühmte Katzenallergie. Wenn ihr in unserem Wikipedia, in unserem Wiki was zu lesen. Ist sehr gut. Oh nein. So können uns ja nie die Eier ausgehen. Ja. Es geht ja bei Yoshi spielt immer diese doofen Stellen, wo man dann zurücklaufen muss, um Eier zu holen. Hier nicht. Wir haben unendlich Eier. Mit uns selber. Das wäre eben eine solche. Oh. Hier ist unser eigener Eiervorrat. Hey. In das. Ja. Bam. Also ein bisschen nervig sind die Geräusche schon, muss man sagen. Vor allem sind das ja immer noch. Das müssen wir wieder gut haushalten. Also. Sind das dieselben Geräusche wie bei Yoshi's Island? Nee, ne? Das sind diese neuen niedlichen, die es seit halt Yoshi's Story gibt. Ja. Das sind die Yoshi's Story. Bei Yoshi's Island war es dieses. Boah. Das war keine Absicht, aber ganz witzig. Yeah, das ist. Gut. Sorry. Kann er noch nicht reingehen? Da kriegen wir noch einen Stempel hier. Ja. Das war ein nicer Trickshot von dir gerade. Ja. In der Stampfattacke gestoppt. Stoppt die mit der Brust.
Was ihr auch noch nicht wisst, liebe neuen Fans, wir haben häufig Insider-Witze, die nur wir verstehen. Zum Beispiel, stopp die mit der Brust! Warum hast du mich gegessen? Keine Ahnung. Oh, tut mir leid. Liebe neuen Fans. Ich hoffe, es hört im Laufe des Abends auf, sonst erwarten euch 240 Videos mit solchem Gesang. Aus meiner Nase. Nasengesang. Nasengesang. Das habe ich geahnt, dass da einer ist. Das ist ja ein Stempel. Oh nein, ich hätte das Spiel besser gegeben. Reicht doch, wenn einer die hat. Aber was ist, wenn ich jetzt verliere? Darf halt nicht verlieren. Zum Beispiel so. Guck, du verloren. Ich hab gesagt, darfst du nicht. Ja, hab ich aber. Das ist genau das Problem, das ich ansprach. Das ist manchmal Sachen im Quiz, die du nicht sollst. Ja. Da unten ist bestimmt wieder was los. Oder nicht? Nee, irgendwie nicht. Ja, das geht da. Bam. Jetzt habe ich wieder ein paar Herzchen bekommen. Alle, die ich brauche. Oh. Was ist das? Auch nur so Kristalle, aber was? Hübsch angeordnet. Verwirrend angeordnet, würde ich das nennen. Ich nenne es hübsch. Manchmal kann ja Verwirrung auch ganz hübsch sein. Ja. Die hübsche Verwirrung von Babylon. Steht in der Bibel. Also Bibel ist irgendwie verwirrend. Ja. Ich musste mal wieder einen essen, aber der Mann walzt die alle klar. Da war was Geheimnis vor dich. Alter, wir sind so gut. Ich bin richtig begeistert von uns und unserer Leistung. Aber nun ist es auch alles sehr einfach. Ja, das sind die ersten Level eines eher einfachen Spiels. Aber sowas finde ich immer nicht gut. Was? Ja, das weiß man, es hat hier oben so viel Arbeit vor sich. Du willst lieber sehr kurze Level, in denen nichts zu tun ist. Wie hast du mir einen auf die Nuss gegeben über Bambi? Macht doch nichts, oder? Nein. Die sind ja auch aus Wolle und die werden mit Wolle beschmissen. Was kann da schon passieren? Das ist wie eine fröhliche Kissenschlacht. Das ist, ohne Steine. Ah, hier. So rum, von der Seite. Ja, oder so. Wie eine Kissenschlacht ohne Steine? Ja. Wann gibt es denn mal Kissenschlachten mit Steinen? Ja, so wie wenn du einen Schneeball, einen dicken Stein. Warte mal, wie kommen wir da unten hin? Vermute. Oh nein. Mann. Ich vermute so. Oh, ich habe keine. Ach doch. Keine Eier in der Bank. Das ist halt doof. Boah, wir haben einen verpasst. Aber vielleicht ist er hier links oben. Wenn wir auf Schnaufenstein gehen, also auf Rückweg. Oder einfach am Ende. Vielleicht ist er ja hier oben. Ja, okay. Nee. Hast du noch was zum Schießen? Nichts, aber nicht. Na, vielleicht ist hier oben eine Wolke. Ich hab ziemlich viel ramponiert. Boah, nicht schlecht. Irgendwie haben wir es nicht doch geahnt, dass hier oben noch was geht. Aber wir haben trotzdem doch nicht den vierten Volley. Nee. Scheiße. Ein bisschen Lust zurückzugehen habe ich ja schon. Okay. Ja, zumindest können wir es mal versuchen. Ja, oder so. Tut mir leid. Dick Mops is back. Oh, lauter Wunderbarkeiten. Aber Stempels haben wir alle. Alles Stempel, gestempelt. Und alle Blümchen. Da gibt's noch Kristalle für den Dick Mops. Ich habe mein Bier noch gefunden. Viel, sehr wenig getrunken. Kriegen wir jetzt trotzdem einen neuen zusammengehäkelten Yoshi oder nicht, weil wir nur vier von fünf gefunden haben, ja? Sonst hätte der irgendwie ein Bein weniger oder so. Und du bist wirklich nicht sehr gut, was die Dinge ins Ziel ja, bringt. Ja, das stimmt. Angeht.
Ja, das kann ich nicht so gut. Wolle, Wolle. Super Spiel. Wolle perlt. Wolle Petri. Guck mal, hier ist Level 10 Minuten. Das ist doch gut, so soll es sein. Du hast 5. Stempel auf mir, ja. Und hältst dafür neue Stempel. Du hast Stempel gefunden und dafür hältst du Stempel. Stempel aufnäher. Ist das, haben wir jetzt gerade das mit unseren Stempeln freigespielt oder ist das nächste Level? Nein. Wir wollen Montys Festung. Oh, Monty schon wieder. Das ist das erste Schloss. Ab rein da. Ab rein da. Ich spiele heute durch. Ich spiele gar nichts anderes. Man, ey, die 5, wo ist? Blödes Braun. Anti-Nazi. So. Immer erst auf links. Guck mal hier vorne, sieht das nicht geil aus? Dieser Wollfaden, der darunter hängt. Fotorealistisch. Das würde ja vor deinem Fernseher hängen. Ah, da ist Monty. Den müssen wir umbringen. Mach doch. Haben wir doch. Du bist schon tot, du hast ihn gegessen. Guck mal. Das sind ja gute Freunde, ne? Du sagst, bring jemanden um, dann mach ich das. Ohne zu fragen. Direkt. Ohne dass du es merkst, vor allem. Ja, das ist gleich, weil ich so ein guter Freund bin. Guck mal, da oben kann ich was wegnabbeln. Dieses Yoshi-Team. Stell dir mal vor, ein Yoshi ist schon der über die Mördermaschine. Zwei Yoshis können die Weltherrschaft locker für sich. Boah, der allerletzte hatte den Stempel in sich. Ja, das ist, wenn du alle sammelst, kriegst du den Stempel. Nee, ich glaube nicht. Ja. Nein, du hast recht. Blödes Braun, das haben wir nicht gefunden. Die haben das Braun nicht gefunden. Das Gefahr im Verzug. Super gutes Teamwork. Hier werden wir alles gefunden haben, ne? Oder hätte man ich vielleicht nochmal unter da, wo wir über wo wir, ja, weggelaufen wo wir sind. Auch gedacht. Ja. Oh, weiß ich nicht. Kriegst du jetzt auch? Ja. Ja, da kriegen wir beide. Oh, die sind gefährlich. 3D. Gefährlich ist 3D. Das ist viel, viel besser als Yoshi's New Island, weil hier sind auch ganz viele Elemente aus Yoshi's Island, aber nur sinnvoll und weiterentwickelt. Und bei Yoshi's New Island haben sie das alles dumm kopiert. Du redest ja. vom DS-Spiel? Ja, 3DS. DS-Spiel habe ich nicht gespielt. Hier ist noch ein Braun. Also ist vielleicht doch ein Braun doof. Das scheint ein sehr brauner Yoshi zu werden. Schon mal 2 sind braun. Oh, stopp. Da ist noch gar nichts gebaut. Ah ja. Hoppla, da warst du im Weg, tut mir leid. Mach nichts. Wieso, wenn diese Wolle anbrennt, wieso löscht die sich selber so schnell? Wieso brennt die an? Weil die Lava getunkt wird. Weil die Lava ist ja auch aus Wolle. Stimmt. Absurd. Nein, oh guck mal, wo ich bin. Das nächste Ziel. Mach dich mal zum Ei. Ich kann auch hier runterkommen. Achso. Scheiße. Müssen wir zurück. Warum? Nee, doch nicht. Doch. Möglicherweise Stempelei, siehst du? Gut gesehen. Endlich frage ich auch mal was zum Gesamterfolg der beleuchteten Brüderball. Dein Gesicht ist auch recht erfolgreich. Das stimmt. Das hier ist zu heiß unter dem. Oh, jetzt ist es zu heiß geworden unter den Füßen. Entschuldigung. Das war der, aber der. Die High Speed Acceleration. Vorsicht! Das erinnere ich noch hier, das habe ich gespielt. Gar nicht so lange her. Ja. Bin ja auch. Bin gespannt auf alles, was ich noch nicht kenne. Siehst du, der eine rote in der Mitte jetzt. Ja, hast du recht. Ich weiß nicht, ob ich das besser oder schlechter finde als andersrum. Wir haben beide gar nichts. Komm mal her.
Nein. Okay, wo müssen wir hin? Das ist eine Steppelei. Wo? Wir haben ja eben einen ausgelassen. Woher? Können wir hier runter gehen? Nee, ne? Hier runter kann man. Ja, kommt der nicht einfach, der müssen wir nicht wieder hoch? Wo willst du denn hin, du? Da ist ein Kristall runtergefallen. Ich dachte, vielleicht wäre das ein richtiger. Ach, lass uns mal ein bisschen spekulieren. Okay. Alter. Kriegt der auf den Kopf? Wir haben den Stempel. Was haben wir? Den Stempel, den wir hier brauchen. Ich habe ein gebrochenes Herz. Weil du so viel gekillt wurdest. Ja. Was bringen denn die Kristalle? Punkte, glaube ich. Also nichts. Die sind so wie die früher Münzen, aber immerhin tun sie nicht mehr so, als hätten sie irgendeinen Zweck. Treffer. Oh, da kommt Monty aus der Wand gefetzt und läuft hinterher. Oh Gott. Hey. Nein. Oh, zurück. Ich finde es so gut, dass man Räder kriegt, wenn man schnell fährt. Achso, das sah so aus hier, als wäre was. Da noch was entdeckt. Oh nein, du brauchst den Ring da jetzt. Ring da. Oder nicht. Vielleicht sollten wir darauf spekulieren, dass ich... Ja genau, dass ich ESE wieder verbocke. Blödes Braun. Das habe ich schon 4 von 5. Alle bisher... Oh. Ich gehe ein bisschen vorsichtiger vor als manchmal. Ja. Ich nicht. Also doch, ich auch, aber ich hatte keine Chance. Nein. Das sollte uns irgendwo treffen. Oh nein. Oh nein. Das war irgendwie nicht so richtig gut. Nups. Nupsi nupsen. Da oben, da muss man doch bestimmt einmal rum. Scheiße. Yes, komm. Take me. Take me. Tonight. Schönes Braun. Echt schwer versteckt. Dafür habe ich damit Herzen für bezahlt. Wieso haben die den nicht gefunden? Der ist doch voll offensichtlich versteckt. Jetzt sammel doch mal. Das war gerade der Trick, den ich meinte. Auch mich in den Tod zu schieben. Da sind jetzt aber viele Sachen auf einmal passiert. Du. Bring das. Nee. Ja, oder Monty. Kommt nochmal ein Sternkreis. Jetzt kommt nochmal ein Endgegner. Gibt's da vielleicht auch Sternchen zusammen? Ich glaube nicht. Oh, sorry! Die Yoshis betreten eine dunkle Kammer, die sehr gut erleuchtet ist. Ah, das ist ein guter Endkampf. Ja. Was ist das schon wieder für ein Geräusch? WhatsApp! Das war falsch, oder? Oder war das gut? Vielleicht war es gut. Vielleicht muss man mir auch auf den Kopf springen. Ja, das habe ich versucht. Soll ich mal? Ja. So ist der Spaß. Oh Gott. Du bist aber auch ein bisschen irre da. Jetzt packt er seine Waffen aus. Da ist er.
schon wieder regnet es fröhliche Kristalle. Ich bin übrigens der Rote. Für die Zuschauer, für mich? Sowohl als auch. Dieser Monty hatte nicht viel zu lachen bei diesen Yoshis. Ja, wir haben sie in zwei Videos die erste halbe Welt besiegt. Die erste halbe Welt von wie viel gibt es insgesamt komplett? 6 vermute ich in jedem Yoshi-Spiel. Oh, wir haben eine Blume verpasst. Eine Blume verpasst und einen Stempel. Aber immerhin haben wir den richtig braunen Yoshi. Ja, den werde ich wahrscheinlich gleich wählen. Die 5, wo ist? Mann, ey. Du bist braun. Das verstehe ich nicht. Oh, ne. Mentale Probleme haben kann. Die Nachricht, die ich bekommen habe, war gar nicht WhatsApp. Sie war eine Benachrichtigung von YouTube, dass Dark Icarus eins unserer Videos kommentiert hat. Welches? Banjo-Kazooie 43. Ich bin gespannt, wie ihr euch bei Grunty schlagt, denn die Alte ist nicht ohne. Auf jeden Fall solltet ihr euch ein paar Cheeto-Seiten und leere Honigwaben besorgen. Ach, er wusste nicht, dass wir alle Special-Türen öffnen konnten. Wir haben Kakao-Yoshi. Ich werde jetzt wechseln zu Kakao-Yoshi. So. Und das Video ist zu Ende. Ja. Liebe Leute, 2 Videos, 2 Erfolge, 4 Erfolge. Beigetragen mit Yoshi's Woody World und den beleuchteten Brüdern. Wir sind aus Garn. Wolle. Was ist Garn? Das weiß ich nicht. Faden oder was, mit dem man Garn stricken kann. Vielleicht ist das ein Oberbegriff.